war auch hier. Ja. Ja, zu Hause, Mann, da kennt dieser Mann vielleicht noch. Heißt, wir sind wieder aus Köln zurück. Wir sind innerhalb von 30 Stunden wie viele Kilometer gereist? Über, dann müssen wir über zwei. Über 1000 auf jeden Fall. Ja, irgendwie 1200. Wir kommen gerade. Na, vor zwei Stunden sind wir in Berlin-Theke gelandet. Dann sind wir noch zwei Stunden in die Brandenburgische Pappa gefahren. Und wir haben es jetzt irgendwie um 11 Uhr abends. Und wir sind jetzt wieder zu Hause. Und wir haben in 30 Stunden so viel erlebt, wie ich in den letzten drei Monaten Sommer erlebt habe. war jetzt eigentlich gelogen. Fast zumindest. Aber wir haben zeitlich komprimiert sehr viel gemacht. Ne? Wir waren ja, haben ja gestern schon so ein bisschen was gemacht. Was haben wir heute gemacht? Heute waren wir ganz am Anfang erstmal nach einem wunderbaren Frühstück auf dem Kölner Dom. Also wir waren erstmal drin, haben uns ein bisschen umgeschaut. Ich war da vor ein paar Jahren schon mal drin, war der Moritz da logischerweise noch nicht. Und da haben wir ein bisschen rumgeschaut, das ist schon ziemlich beeindruckend. So ein riesiges Kirchenschiff und dann der Kreuzgang und die Krypta und die ganzen Kunstgegenstände, die da sind. Sind schon sehr beeindruckend und direkt danach sind wir dann auf den Dom raufgegangen, in einer wunderbaren Stadt, Rundsicht, und du hast auch noch ein kleines Erlebnis gehabt. Ich habe noch für einige Kölner, ich glaube, die waren wir schon Kölner, oder so ein Foto gemacht. Ich glaube, da hat man sich irgendwie verlobt oder so, weil die Frau hatte da ein paar Rosen und der Typ wollte halt noch ein Foto von den Beinen haben und ich war mal so frei und hab mit dem iPhone irgendwie rumhantiert, weil ich wusste, wo ist jetzt die scheiß Kamera bei dem Ding. Ich hab mal dort drüber gefasst und ich wusste, mit welchem Finger passt denn so die Kamera. Das war ziemlich cool, weil warum nicht? Ein Erlebnis war auch noch die 600 Stufen bis zum Dom. Also, ja, es gab keinen Fahrstuhl. Ich meine, ich bin in Vergangenheit ja schon mal auf den einen oder anderen Leuchtturm gekraxelt an der Ostsee, aber das kannst du nicht vergleichen. 600 Stufen in einem engen Gang, wo dann auch noch gepfiffen und gesungen wurde, da hat uns dann noch gefreut scheinbar. Das war aber ganz cool. Also gerade die Aussicht, die wir hatten mit dem Campcorder von Levon, der doch statt 90 drei Pausenmacher vergrößern kann, wie wir gestern noch herausgefunden haben. Das war so unser Morgen, bis 12 Uhr waren wir irgendwie da im Gebäude. Waren. Ganz kurz noch, hier, ich habe mit meiner Uhr, habe ich mal meinen Puls gemessen, als wir oben waren. Ah ja. Das war auch ein wunderbares Erlebnis, denn ich hatte irgendwie, gut, wir sind jetzt auch nicht langsam da hoch, aber ich hatte irgendwie geschafft, einen Puls von 167 zu haben, da nur die 100 Meter Treppenstufen hoch. Und ihr wisst ja, man sagt ja, der Maximalpuls eines Menschen ist 200 minus das Alter, das heißt, der Leben war eigentlich klinisch tot. Ja, so alt bin ich auch noch nicht. Ja, die 35, das passt schon. Ja, das war so unser Morgen. Was haben wir danach gemacht? Danach sind wir eigentlich noch rumgeirrt. Wir waren noch in einem, wie heißt das, Elbenwald? Elbenwald, in dem, genau, die haben, man kennt diesen Online-Shop von Elbenwald. Ich kann jetzt einen Merch und sowas verkaufen. Da habe ich schon mal ein paar Sachen ich ja schon mal gekauft. Und in Köln gibt es tatsächlich einen Shop, der in der Innenstadt, wo man wirklich reingehen kann und dann da noch jede Menge Merch kaufen kann. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, um was wieder loszugehen. Und dann denkst du, ja, eigentlich das T-Shirt ist auch ganz geil und das Ding ist auch ganz geil, aber... Ja, aber Elbenwald ist halt schon an sich total cool. Es ist wirklich cool. Und der Laden war halt auch richtig schön aufgemacht, also mit ganz viel Holz und sowas und dann hingen ja die Schwerter an der Wand. Und vor allem, ich meine, die anderen, die da noch sind, die unterhalten sich ja auch alle über die Themen, die wir ja auch kennen. Und das ist halt, das hast du halt nicht, wenn du in den Apple Store gehst, wo wir übrigens auch waren, da war es immer schön kühl drin. Die haben ja irgendwie so, wie heißt das, Lean, ne? Die haben da so ein sehr aufgeräumtes, sehr ordentliches Layout da bei sich. War interessant, weil diese ganzen Produkte, wo wir auch noch waren, apropos von Apple, waren wir noch, wir waren auch in einem Mediamarkt. Ich habe Doom 14 Euro bekommen. Ich weiß nicht, warum man Doom, das neue Doom 14 Euro verkauft, aber es steht jetzt da auf dem Regal. War also schon mal die Reise wert. Ja. Deswegen bin ich hergekommen. Und dann haben wir uns noch was zu essen gekauft und wurden dann überrumpelt von einem Radiomoderator von 1Live. Ein Spartensender des WDR, glaube ich, zum Radiosender, der uns dann ausgefragt hat über das neue Kölner Taubenschutzgesetz. Mehr dazu gibt es dann wahrscheinlich irgendwann mal in diesem Radioreport, wenn er mal rauskam mag. War interessant, weil wir waren jetzt 30 Stunden an diesem Ort und wir haben eigentlich alles so gemacht, was man machen sollte, wenn man in der Stadt ist. Und das sind 30 Stunden, also ich meine, Kurztrips scheinen halt zu funktionieren, ne? Ja, also das lief alles auch reibungslos, ne? Die ganzen Flüge und sowas halt. Und dann auch die Anfahrt mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln sowie Hotel. Gut, Hotel hatten wir dann noch nachts noch so ein kleines Erlebnis mit Hauptstraßen und quietschenden Zügen. Also ich habe dann irgendwann das Fenster zugemacht und gesagt, was habe ich gesagt? Es war spät, es war 11:30 Uhr.
Also vielleicht fällt es mir gleich ein. Du warst auch noch so halb wach. Ich habe gesagt, dann doch lieber tot durch Ersticken. Das Fenster hat so gemacht und das war so unter. Also es waren bestimmt 90 Dezibel oder so. Das war noch diese scheiß Bettdecken da. Oh, als wäre es Winter gewesen, weißt du. Aber also, ich muss sagen, wir waren im 3-Sterne-Hotel, dafür war es in Ordnung. Da erstaunlich viele Briten gab es da, das war interessant. Ja, aber das Hotel war schön so und... Was mal, aber am Flughafen, zwei Sachen am Flughafen. Erstmal wurden wir auf dem Hinflug auf Sprengstoff getestet. Was auch interessant war, hatte ich vor allem, ich sowieso noch nicht, war mein erster Flug. Der Lefer hat das vorher auch noch nicht. Wurden wir auf Sprengstoff getestet, haben wir gestern schon erwähnt. Und was wir auch wieder heute gemacht haben, wir haben wieder 3 Stunden am Flughafen gewartet, weil wir dachten, man muss ja auf alles bereit sein. Deswegen war wieder sehr spannend. Aber das ging tatsächlich irgendwie schneller um. Es ging schneller um als letztes Mal, ja. Das war ganz gut. Das liegt daran, dass der Flughafen Köln-Bonn halt, wenn man durch die Sicherheit durch ist, noch irgendwelche Läden hat, wo man rumgehen kann, noch was essen kaufen kann. Die Sicherheit da war mal 10 Stufen besser als in Berlin. In Berlin hat man ja noch einiges Essen und Trinken mit durchbekommen, während du da in Köln irgendwie halt ausgezogen wurdest. Das war natürlich übertrieben. Nee, aber das Reisen mit Flugzeug, ich hatte das ja vorhin nicht. Ziehen Sie mal bitte Ihre Hose aus. Okay. Welche Filme guckst du eigentlich so? Warum nicht der Strom? Nein. Es ist spät. Wir haben länger geschlafen als am Tag davor. Wir sind in Köln noch durch ein paar Geschäfte gelaufen. Im Buchladen waren wir noch, wir waren in der Mediamarkt, wir haben uns also noch ein bisschen Zeit totgetrieben. Klar, ist mir ja nicht so, als wenn wir das auch hier in der Nähe hätten machen können. Nee, wir sind dafür extra nach Köln geflogen, um in den Mediamarkt zu gehen. Ja, wir sind halt die Jet Set Heinz, wobei der Leif mit seiner tollen Apple-Uhr. Erstmal hat er sich Helme eingehandelt von der Security Stand am Berlin Flughafen. Und dann hat es beim zweiten Flughafen nicht mit dem Check-in funktioniert. Nee, weil das anscheinend so komische Aldi-Scanner waren, die Fahrkarte gescannt haben und irgendwie war das Ding dann zu klein auf der Uhr. Und dann musste ich mein Telefon nochmal raus. Das war halt auch ein Highlight. Aber 30 Stunden, wir haben in 30 Stunden so viel, haben 2 Stunden Material gefilmt irgendwie, wir waren auf dem Kölner Dom, heute waren wir auf dem Kölner Dom. Besser geht's eigentlich nicht. Was hast du denn? Hat sich gelohnt, oder? Nee, war eigentlich scheiße. Dann machen wir nicht mehr. Ich bin ja froh, hier in meinem tollen, liebensvollen, netten Brandenburger Provinzkaff zu sein, wo es einfach nichts gibt. Nein, also es war. Wir haben auch kaum was bezahlt. Also zum Vergleich, was wir sonst so hören. Geht, also Kurztrips, Städtereisen gehen immer klar. Nicht nur unbedingt in Deutschland, sondern auch ins nähere Ausland, was weiß ich. Frankreich, Italien, Spanien, das geht nicht klar. Polen. Kann man immer mal machen. So, dann so was? Aber eigentlich war's das, oder? Eigentlich sind wir durch. So, morgen nachher im Akkion, ne? So, das war's. Ist das jetzt wie spät? Ich glaube, es ist. Ach ja. 11:12. Es ist eine herrliche Uhrzeit. Wir sind ein bisschen kaputt, aber das ist ja normal. Ich habe morgen die große Ehre, gleich 2 tolle Sachen zu machen. Das heißt, wir müssen morgen wieder früher aufstehen. Ja. Der Lehrer fährt übrigens. Wird gut. So. In dem Sinne. Wir machen noch ein paar Videos die Tage, insofern ein Auge offen halten. Wir machen noch ein bisschen was und eigentlich haben wir noch viel geplant, müssen wir uns mal ranhalten. Aber das war unser Trip nach Köln. 30 Stunden, eigentlich 32 Stunden. Mit horrenden Parking-Tickets, Parkinggebühren. Boah, ey. Das Parking-Tickets, die waren teurer als der Flug. Das ist krass. Also, wenn ihr es macht, dann am besten mit Nahverkehrsmitteln an, sonst zahlt ihr euch das gut. Wie immer, sei vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich in den kommenden Videos wieder oder generell mal irgendwann. Weil das auch auf Herat ist. Bis dann. Tschüss. Tschüss.